Mit einem innovativen Blick auf den Arbeitsmarkt. Das ist Karriere Radio FM. Jetzt mit Karriere-Stories. Hier ist Heidrun Meder von Karriere Radio FM und unser Gast ist heute Franziska Knabenreich. Sie ist Hundestylistin, also ein Begriff, den ich so noch nicht gehört habe, und sie ist Bloggerin. Und ich habe mal ein bisschen gegraben im Internet und da bin ich auf dich gestoßen, Franziska, und auf deinen Blog. Und der heißt Feingemacht. Weißt du, woran mich das erinnert? Wenn man seinem Hund etwas beibringt und hinterher sagt, oh, ist fein gemacht. Ja. Ist fein gemacht. Das war auch die Idee dahinter. Ja. Also der Name ist mir eingefallen abends, als ich mit meinem Hund Leo in der Tat Gassi gegangen bin. Und dann so irgendwie dachte, ich habe wirklich nach dem Namen gesucht. Und dann dachte ich so, ja, was sagt man denn zu einem Hund, wenn er was toll gemacht hat? Ja, fein gemacht. Und dann irgendwie dachte ich, ja geil, das ist es, fein gemacht. Und wie ist dieser Blog entstanden? Wie bist du eigentlich zu deinem Beruf gekommen? Erstmal, ich gehe jetzt mal komplett zurück. Stell dich mal kurz vor. Ja, also ich bin Franziska Knabenreich, ich bin 34 Jahre alt und Hundestylistin. Mhm. Das ist jetzt so kein Beruf, also im klassischen Sinne. Man könnte auch Hundefriseur sagen oder ich sage auch scherzhaft manchmal Hundefriseuse. Ja. Und ich bin in der Tat über meinen Hund in den Beruf reingeschlittert. Also Aha. Ich habe einen Hund, einen kleinen Mops, der ist jetzt 10 Jahre alt, der Leo. Und Möpse haaren sehr, sehr doll, was ich vorher auch nicht wusste. Und dann habe ich bei mir im Freundeskreis nachgefragt, ob jemand einen Hundefriseur kennt. Und dann wurde mir eben der Gordon Hundesalon in Wiesbaden empfohlen. Und dort bin ich mit Leo dann hin und war dort ein paar Mal als Kundin. Und ja, das ist ein ganz tolles Ambiente dort. Man kann dort sitzen, kriegt einen Kaffee oder einen Latte Macchiato und der Hund wird dann verwöhnt und ich dachte mir, als ich dann so saß in so einem schönen Ledersessel, oh, ist das toll hier und Mensch, ist das ein cooler Beruf irgendwie. Ne? Ja. Und dann habe ich die Christine, die Inhaberin, irgendwann mal angesprochen, habe gesagt, du sag mal, ich würde das auch machen. Ne? Mhm. Und dann, ja, so nach einigen Gesprächen habe ich dann bei ihr die Ausbildung angefangen. Das ist jetzt aber auch schon ein Weilchen her. Ich meine, Leo ist jetzt ja doch schon ein paar Jahre älter. Ja, genau. Also mir ist dann tatsächlich, als der Leo erst 7 war, aufgefallen, dass er Haare hatte. Was? Nee, das nicht. Aber mir war nicht klar, dass man mit einem Mops zum Hundefriseur geht. Ne? Und das ist ganz vielen Hundebesitzern auch heute noch nicht klar, dass man mit seinem Hund in der Tat zu einem Hundefriseur gehen kann. Mhm. Das hat auch nicht immer unbedingt was mit dem Haarschnitt oder Haareschneiden zu tun. Wollte ich gerade fragen, ne? Weil nicht jeder Hund muss ja ein kürzeres Fell bekommen. Genau, richtig. Was passiert denn da eigentlich mit so einem Hund? Also es gibt ja über 280 Hunderassen und ja, jede Rasse hat ein anderes Fell, eine andere Struktur und je nachdem, ob es eben ein kurzhaariger, langhaariger Hund, ob es ein Terrier ist, ja, also der Leo zum Beispiel, der kriegt die Unterwolle raus und das lose Deckhaar entfernt mit einer Gummibürste und kriegt dann einen Bart. Das findet er auch überhaupt nicht toll, aber da muss er durch, weil der fängt in der Tat dann nach, ja, 4-5 Wochen wieder an zu riechen, ne? Weil das ist eben, ja, das ist wie wenn wir uns lange nicht waschen und pflegen. Klar. Ne? Wir fangen dann auch irgendwann an zu muffen. Also heißt, da kommen tatsächlich dann auch Hunde zu euch in den Salon oder zu dir, die dann einfach nur gewaschen werden, wo die Nägel gekürzt werden. Genau, richtig. Genau. Also wir bieten ordentlich ausgebürstet. Wir bieten alles an, wirklich Ohren sauber machen, Krallen schneiden, nur das Deckhaar entfernen, richtiges Trimmen. Ne? Die Terrier werden ja richtig getrimmt, das kann ich dir nachher noch erzählen, was das genau ist. Ja. Und ja, also von Mini-Pflegeprogramm bis volles Programm wird eigentlich alles angeboten, außer Abscheren. Mhm. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, du erinnerst mich so überhaupt gar nicht an einen Hundefriseur. Ein Hundefriseur aus meiner Erfahrung, ich hatte früher auch mal einen Cocker Spaniel und war auch auf der Suche nach einem Hundefriseur und wir haben uns schon im Vorfeld ein bisschen unterhalten, was so eine klassische Hundesalon ist für die meisten Leute und das ist tatsächlich ein, wie soll ich das sagen, wie so ein Waschraum im Hinterhaus mit einer großen Badewanne, schlechter Beleuchtung und der Hundefriseur oder die Hundefriseurin selber hat selbst eine Pudelfrisur, also das ist so das Klischee, was dem anhaftet, aber ganz ehrlich, du siehst irgendwie aus wie so ein Rocker. Ach, danke schön. Ja, vielen Dank. Ja, ich breche auch wirklich in der Tat das Klischee. Ne? Also ich bin sicherlich optisch, falle ich ein bisschen aus der Reihe. Ich mag das einfach, mich selber auch in Szene zu setzen. Mhm. Ich bin eben auch ein sehr lauter, extrovertierter Mensch, stehe ich auch zu. Ich finde das auch toll. Und klar, die Leute, wenn sie mich so das erste Mal sehen, denkt keiner daran, dass ich ein Hundefriseur bin. Ne? Aber ich liebe das so ein bisschen mit Klischees zu spielen. Deswegen sage ich auch manchmal, wenn ich Leute kennenlerne, ich bin Hundefriseuse. Weil das eben so dieses Klischee, ne? Dieser ein bisschen, es ist ja ein
abwertendes Wort eigentlich, ja, dieses Friseuse. Aber wenn man das dann so erklärt und wenn die Leute mich sehen, ja, dann bricht das so ein bisschen das Klischee auf. Jetzt hatten wir gerade das Klischee. Und ja, also nach außen hin, so wie du auftrittst und wie man dich sieht, würde man niemals im Leben darauf kommen, dass du mit Hunden arbeitest. Ja. Und schon gar nicht in dem Beruf, in dem du tätig bist, weil eigentlich, hast du mir erzählt, muss man echt tiefenentspannt sein. Genau. Warum eigentlich? Richtig. Also das ist natürlich so, dass der Hund unsere Emotionen und Gefühle sofort wahrnimmt und die auch direkt widerspiegelt. Und wenn ich zum Beispiel sehr aufgeregt und schrill und laut bin, dann spürt der Hund das sofort und wird auch sofort aufgeregt und ja und nervös. Ne? Und ich habe natürlich viele Kunden, die auch ein bisschen schriller sind und ein bisschen lauter oder ängstlich. Ne? Angst ist auch ein großes Thema, dass die Frauchen um ihren kleines Hündchen wirklich Angst haben, ne? Wenn sie ihren Hund zu mir bringen. Und der Hundefriseur ist eigentlich auch so ein Stück weit Psychologe. Ne? Ich betreue die Hundebesitzer psychologisch. Und kümmere mich um den Hund. Und bei mir ist es so, sobald ich einen Hund auf meinen Trimmtisch stelle, bin ich professionell und bin zu 100% bei dem Tier. Und ich spüre sofort, hat der Hund Angst? Ist er nervös? Was hat er für Bedürfnisse? Ist er vielleicht frech? Ne? Und ich muss mich auf jeden Hund individuell einstellen. Kein Hund ist wie der andere. Jeder hat eine andere Geschichte, jeder hat was anderes erlebt. Auslandshunde, die aus dem Tierschutz kommen, brauchen andere, ja, haben andere Bedürfnisse als ein, sag ich mal, verzogenes kleines Schoßhündchen. Hast du mal so ein Beispiel? Also es gibt zum Beispiel ein Frauchen, die hat ein kleines Hündchen und trägt dieses Hündchen schon bei uns in den Laden rein. Also der arme Hund darf nicht von alleine reinkommen. Oh Gott. Und sie hat so Angst, obwohl sie weiß, wir sind professionell und ich tue dem Hund auch nicht weh, aber sie hat so Angst um diesen Hund, dass dieser Hund schon zitternd, wirklich ganz schlimm zitternd, dann bei mir auf dem Tisch steht. Und ja, die Besitzerin und ich, wir haben einfach auch die Vereinbarung getroffen, dass sie am besten ganz geht, dass diese emotionale Leine zwischen Frauchen und Hund gekappt wird. Und wenn die Besitzerin raus ist, ist auch diese emotionale Angst- und Stressleine nicht mehr da. Und dann kann der Hund entspannen und kann loslassen. Das funktioniert wirklich? Das funktioniert in den meisten Fällen. Es gibt ganz wenige Fälle, wo der Besitzer wirklich bleiben muss und auch mit im Raum sein muss, damit der Hund eine Sicherheit bekommt. Aber eher ist es wirklich umgedreht, dass am besten der Besitzer aus Sichtweite oder ganz weg, dann ja, müssen die Hunde keine Show machen, ne? für Herrchen und Frauchen. Das erinnert mich irgendwie an das Kind und die Eltern. Ja, genau, im Prinzip ja. Ist das gleiche Schema. Ja, genau. Man will seinem Liebsten gefallen. Genau, auf jeden Fall. Ja, oder macht dann eben einen auf dicke Hose. Ne? Das passiert auch schon mal, gerade die Terrier. Ne? Also, stelle ich mir gerade ein Bild hervor. Genau, richtig. Und das ist eben so, ja, wenn ich am Hund stehe, dann bin ich, ist der Fokus zu 100% am Hund und das ist auch ein bisschen eine Therapie für mich selber, weil ich kann sehr gut entspannen, bei den meisten Hunden zumindest, ne? Nicht bei allen, aber bei den meisten, ja. Hast du denn mal so ein verrücktes Beispiel? Ich meine, da passiert ja alles Mögliche. Ja, Menschen, das ist ja einfach, den Menschen Haare zu schneiden und die sind ja sozial gebettet in die Gesellschaft. Der Hund ist natürlich nicht ruhig. Ne? Also die wenigsten Hunde stehen wirklich stocksteif auf dem Tisch. Ne? Die drehen sich, die versuchen an dir hochzuspringen. Es gibt zum Beispiel einen Hund, der ist super süß, der leckt mir aber den ganzen Arm von oben bis unten ab. Ne? Das ist so ein Beschwichtigungszeichen. Ne? So, tu mir nichts und ich bin noch ganz lieb und so. Ich werde regelmäßig geküsst von Hunden, die wirklich mir ihre Zunge durchs ganze Gesicht ziehen. Gut, muss man mit leben irgendwann. Ja, was zum Beispiel ich auch sehr, sehr dolle spüre, ist, wenn ein Hund krank ist. Also ich habe ein Gefühl, ob es dem Hund gut geht oder nicht. Und ich habe leider auch schon einmal wirklich 100% ins Schwarze getroffen. Als ich da ein Stammkunde auch von mir gewesen, habe ich gemerkt, der Hund ist ganz anders als sonst. Irgendwas ist damit passiert. Und dann habe ich auch die Besitzer gefragt und dann kam tatsächlich raus, dass der Hund ganz, ganz schlimm Krebs hat und auch nicht mehr lange leben wird. Ne? Und ich das aber sofort gespürt habe, weil auch wenn ein Hund, sagen wir mal, nur alle 2 Monate zu mir kommt, wir bauen ja trotzdem eine Beziehung auf. Ja, ne? Hundefriseur und Hund, ist, ne? Also die wissen ja genau, wer ich bin und was ich mit ihnen mache. Und man spürt das, ne? Ob irgendetwas anders mit dem Hund ist. Oder zum Beispiel, ja, wir arbeiten ja oft parallel und wenn zum Beispiel ein Kunde kommt, der eine läufige Hündin hat, ne? Wenn die Hündin heiß ist, dann ist bei uns, geht der Punk ab, ne? Weil die ganzen Rüden natürlich denken, was ist denn hier heute Tolles los. Ne? Und die Rüden sind so extrem fixiert dann auf diese Hündin und dann kann diese Hündin, die muss nur 2 Minuten bei uns im Laden sein und
geht wieder raus, aber der Geruch von dieser heißen Hündin bleibt im Laden drin und die Rüden, die, also es ist eigentlich, flippen ja rum. Ja, es ist ja faktisch eigentlich nicht mehr möglich, da irgendwie eine Fellpflege zu betreiben, weil die wirklich durchknallen, ne? Und das ist, ja, viele Hundebesitzer verstehen das dann auch gar nicht, wo das Problem ist, ne? Ist ja eigentlich ganz einfach. Ja, normalerweise. Genau, Rüden. Genau. Arbeitet ihr eigentlich auch mit einem Tierarzt zusammen? Wir kennen ganz viele Tierärzte bei uns in Wiesbaden und wir haben eine Tierärztin, die speziell Tierdermatologie ausübt, weil wir natürlich viele Hautprobleme, ne? Haut- und Fellprobleme haben. Und wir verweisen dann auch die Kunden an die Frau Dr. Wildermuth, weil die sich natürlich ganz speziell um das Thema Haut und Fell kümmert. Und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit und sie empfiehlt uns dann auch Kunden, weil gerade Hunde mit Allergien zum Beispiel oder gewissen Hautkrankheiten brauchen regelmäßige Fellpflege, dass es ihnen einfach besser geht dann. Das finde ich gut, dass ihr eben nicht nur diejenigen seid, die wascht und schneidet und föhnt und ein bisschen Spaß und Entspannung bietet, sondern dass das auch aus medizinischer Sicht entsprechend für eure Kunden natürlich eine perfekte Betreuung darstellt. Genau. Würdest du denn sagen, dass die Besitzer dann doch mehr Fehler machen, als sie das selber glauben? Ja, auf jeden Fall. Also es fängt schon damit an, dass Leute sich eine Hunderasse zulegen, ja meistens vom Züchter, und gar nicht wissen, wie anspruchsvoll dieser Hund jetzt nicht unbedingt von der Erziehung oder vom Charakter her ist oder vom Grundwesen dieser Rasse, sondern vom Fell. Ja, wir haben zum Beispiel manche Rassen wie ein Bearded Collie zum Beispiel oder ein Golden Doodle. Die müssen täglich gebürstet werden und manche sogar täglich bis zu einer Stunde. Und ach, das ist den Leuten nicht klar. Und ein Züchter sagt das natürlich auch nicht. Ne? Ein Züchter sagt nicht, viel Spaß mit dem Hund, auch übrigens eine Stunde bürsten jeden Tag. Ne? Und dann die Zeit muss man erstmal haben. Ne? Genau, und dann ist das Welpenfell ja auch noch anders, als wenn der Hund erwachsen wird. Ne? Und dann irgendwann verfilzt es immer mehr, verfilzt. Oder die Leute bürsten nur oberflächlich die ersten 2 Zentimeter und darunter fängt nicht die Haut an, sondern der Filz. Ne? Und viele wundern sich dann, wenn wir sie aufklären und sagen, das muss täglich gebürstet werden. Also ein Haarschnitt braucht ein Hund eigentlich im Prinzip nicht. Ja. Also es ist ein praktischer Grund. Ne? Ich sage immer, es hat einen Grund, warum eine Hunderasse dieses Fell hat. Ja? Aber die Pflege ist wichtig, ne? Dass die alte Wolle rauskommt, dass regelmäßig gewaschen wird, dass die Haut sauber und talgfrei bleibt. Also das sind so Sachen, wir erklären auch ganz viel unseren Kunden, gerade die Neukunden. Es ist so wichtig, sie gut zu beraten. Ja. Und ich höre leider Gottes auch viele, viele schlechte Storys, wo die Leute bei anderen Hundefriseuren waren und wo schlimme Sachen passiert sind, was einfach nicht geht. Aber klar, es ist kein Ausbildungsberuf. Es kann jeder Hundefriseur werden. Karriere Radio FM. Das Jobradio für Deutschland. Heute bei unseren Karriere-Stories ist Franziska Knabenreich. Sie ist Hundestylistin. Das ist eine Berufsbezeichnung, die ich so noch nicht gehört habe. Und vorhin hast du erwähnt, es ist auch kein Ausbildungsberuf. Wieso Richtig. Eigentlich nicht? Das ist eine gute Frage. Das können wir gerne mal bei der Handwerkskammer fragen. Für mich eigentlich unvorstellbar, dass das kein Ausbildungsberuf ist. Ja. Es gibt Groomer-Schulen, also sogenannte Hundefriseurschulen, wo man einen 4- oder 8-Wochen-Kurs belegen kann und dann kriegt man so ein schönes Zertifikat, ne? Also was sich theoretisch jeder auch zu Hause am Computer ausdrucken könnte. Und ja, viele machen dann einen Hundefriseur auf. Aber ich kann ja einfach mal meine Laufbahn erzählen. Ich habe ein Jahr gebraucht, um mich mit einer Schere sicher an einen Hund ranzutrauen. Ja, du kannst ja richtig was verschneiden, ne? Ich kann auch den Hund ganz schlimm verletzen. Also die Scheren sind sehr scharf. Ein Hund hält nicht ruhig. Und ein Jahr hat es gedauert, bis ich wirklich entspannt an den Hund rangegangen bin und es hat 2 Jahre gedauert, bis ich anständige Frisuren schneiden konnte. Mhm. Also am Anfang habe ich wirklich, oh Gott, ich danke auch meinen Kunden, dass sie Geduld mit mir hatten. Am Anfang sah es schon wirklich auch ein bisschen merkwürdig aus. Gut, ich hatte die Christine natürlich, meine Ausbilderin und ja, jetzt Arbeitskollegin mit an Bord natürlich, die mich immer unterstützt hat, die mir dann immer auch nochmal ein Gesicht nachgebessert hat oder so. Ne? Aber es unterscheidet sich nicht von einem Menschenfriseur. Ja. Man muss die Werkzeuge kennen, man muss genau wissen, wie schneidet man, ne? Welche Techniken gibt es, an welches Fell darf man, um Gottes Willen, nie mit einer Schere rangehen. Ne? Und das dauert 2 Jahre, bis man das wirklich gut kann und richtig kann. Und dann ist es ja auch noch
ja, dieses, man muss Hunde verstehen und lesen können. Mhm. Ja, also es will einfach nicht jeder Hund irgendwie an den Pfoten angefasst werden. Und da muss man sich dann entweder Tricks einfallen lassen oder man sagt eben, okay, man lässt es, ne? Oder nicht jeder Hund will geföhnt werden. Also da muss man auch ein bisschen auf das Tier eingehen. Und es gibt leider viele Hundefriseure, die ganz schlimme Sachen treiben, mit wirklich Hunde nackt rasieren, mit die Hunde verletzen mit der Schermaschine oder mit der Schere, die Hunde ganz schlimm festbinden irgendwie. Also da gibt es die wildesten Sachen. Das ist ja Quälerei. Genau, und leider ist in Deutschland der Hund ja nur eine Sache. Ne? Und das wäre dann höchstens Sachbeschädigung. Mhm. Aber ja, also ich würde wirklich die Handwerkskammer da echt drum bitten, dass sie auf diesen Berufszweig mal ein Auge drauf legen, weil es ja immer mehr Hundefriseure mittlerweile gibt. Also der Markt in Deutschland entwickelt sich gerade. Mhm. In den USA sind die viel weiter, ne? Da sind die 15 Jahre weiter als hier in Deutschland. Und hier kommt das jetzt langsam. Ne? Also hier ist den Leuten klar, das ist mein Tier, es ist ein Mitglied der Familie. Und ich möchte auch, dass es dem gut geht, dass er gut riecht, dass er gut aussieht. Ich möchte nicht mit einem stinkenden Hund auf dem Sofa liegen. Ne? Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist ja nicht nur ein Part. Deutschland ist ja grundsätzlich immer ein bisschen später dran. Genau, aber dafür machen sie dann richtig gut. Aber dafür machen sie es dann richtig gut. Ne? Genau. Nur der Prozess und der Weg dahin, der ist immer ganz schön lang. Genau, richtig. Und unternimmst du irgendwas in diese Richtung? Also ich blogge über das Thema. Ja. Ja, ich habe ja meinen Blog fein gemacht und da schreibe ich sehr aufklärend. Und manchmal habe ich da auch ein bisschen harte Worte, um die Leute einfach wach zu rütteln. Ne? Was macht man mit Hunden, was macht man nicht mit Hunden? Mhm. Und vielen Leuten ist gar nicht klar, dass dieses Abscheren im Sommer eine Katastrophe für einen Hund ist. Der Mensch denkt, ne, relativ einfach und sagt, es ist heiß, der Hund hat viel Fell, der muss schwitzen. So. Mhm. Aber ein Hund ist eben kein Mensch. Ja. Ja. Und ein Hund nackt zu rasieren bis auf die Haut würde ja bedeuten, dass wir nackt auf die Straße gehen. Und der kriegt ja Sonnenbrand. Genau, richtig, er kann sich nicht mehr schützen. Und das ist dieses immer wieder Aufklären und sagen, was darf man mit einem Hund machen, was darf man nicht mit einem Hund machen. Genauso wie einen Hund nicht mit Menschenshampoo waschen und. Und das schreibe ich eben sehr explizit in meinem Blog, unter anderem auch. Ja. Ja, wahrscheinlich denken die Leute, dickes Fell ist wie ein dicker Pullover. Genau, richtig, Ist es zum Teil auch bei den Rassen wie zum Beispiel Leonberger oder Golden Retriever, die viel Unterwolle haben, da ist es ähnlich. Ne? Wenn man dann wirklich einen Riesenberg Unterwolle rausbürstet, kann man es schon mit dem Schafspulli oder so vergleichen. Ne? Mhm. Aber eben zum Beispiel ein Malteser, der hat keine Unterwolle. Also da kann ich höchstens ein bisschen kürzere Frisur schneiden. Aber bitte, bitte, liebe Leute, niemals abrasieren. Auch ich kenne solche Hundefriseure. Und ich kenne auch das Problem, wie mein Hund aussah damals. Es erinnerte immer irgendwie an eine Ratte. Genau, richtig. Ja. Also das sagen wir ja auch. Also bei uns ist der ästhetische Aspekt sehr wichtig. Ein Hund kann zum Hundefriseur gehen und richtig schön hinterher aussehen. Mhm. Wirklich ein niedliches Gesicht haben, eine tolle Figur. Wir können ja auch spielen, wir sind ja Bildhauer. Ne? Also ich kann aus einem sehr dünnen Hund ein bisschen mehr Figur zaubern. Ich kann aus dem langen Hund einen kurzen machen, aus dem kurzen langen. Ich kann ja sehr viel zaubern. Ne? Wenn er viel Fell hat, da kann ich dann natürlich auch spielen mit der Figur. Ja. Das heißt, ihr macht so, ihr formt praktisch das Gesicht eines Hundes. Ich habe vorhin ein Foto gesehen von einem Terrier. Boah, der sah ja richtig süß aus. Also ihr macht so richtig Also die kriegen richtig süße Gesichter, tolle Körper, auch diese ein bisschen dickere Beine. Ne? Die meisten Hundefriseure, die rasieren ja komplett alles ab. Ne? Mhm. Und dann sieht es aus wie eine Ratte, weil das Bein ja so dünn ist. Ja, ja. Und wenn du natürlich einen etwas dickeren Hund hast, den kannst du nicht auf so dünne Beine stellen. Das geht nicht. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Kastanie, wo du Streichwasser reinsteckst. Und man muss schon ein bisschen ein Auge auch haben. Und das kann auch nicht jeder. Ne? Ja. Also du musst ein bisschen kreativ auch unterwegs sein. Fotografiert ihr eure Hunde, also die Kundenhunde? Ja. Wir machen keine Vorher-Nachher-Bilder, also ganz selten, sondern wir fotografieren meistens nachher. Und der Gordon Hundesalon hat eine ganz tolle Facebook-Seite und da posten wir dann natürlich mit Einverständnis der Besitzer, posten wir die Hunde. Und es ist toll, einfach auch für Leute, die sich einen Hund anschaffen wollen, ne? Wenn die auf der Seite mal gucken, was kann man denn aus einer gewissen Rasse auch machen. Ja, könnt ihr eigentlich einen Hundekalender rausbringen. Ja, wir haben ein tolles Buch gemacht. Ja. Also Gordons Freunde heißt das. Und wird nicht offiziell verkauft, aber es ist für unseren Laden, für unsere Kunden. Und da haben wir, ich glaube, 500 Hunde sind dort drin. Aha. Und das ist natürlich auch toll, wenn die Leute dann ihre Hunde auch da drin entdecken. Und sagen, oh toll, mein Hund ist im Buch. Aber wir müssen eine zweite Auflage jetzt mal langsam machen, weil wir so viele Kunden haben. Und das heißt, am Ende schreibst du auch in deinem Blog Feingemacht unter anderem auch über deine Kundenhunde? Genau. Also ich stelle die jetzt nicht an Pranger, aber ich nehme so die Sachen, die ich erlebe,
im Hundesalon, da schreibe ich dann drüber. Also ich habe zum Beispiel zur Weihnachtszeit einen tollen Artikel geschrieben, ich wünsche mir vom Weihnachtsmann. Und da habe ich dann Sachen geschrieben, ja, was ich mir wünsche von meinen Kunden. Ne? Mhm. Also mit dem Hund vorher Gassi gehen, bevor sie zum Hundefriseur gehen. Mhm. Oder einfach mal richtig bürsten. Ja, und das sind so kurze Themen, die ich aufgegriffen habe, die ich so ein bisschen ja, anprangere. Ne? Oder wo ich immer wieder erzähle und versuche, ja, die Leute irgendwie zu informieren. Ne? Aber ich blogge ja nicht nur über die Hundethemen. Ne? Also es ist jetzt kein reiner Hundestyling- oder Hundefellpflege-Blog, sondern es ist eher ein Lifestyle-Blog für Hund und Hundebesitzer. Okay, was sind dann die anderen Themen? Die anderen Themen sind, ich stelle ganz tolle Marken. Es sind fast eigentlich alles nur deutsche Marken. Ich habe auch eine österreichische und eine Schweizer Marke schon vorgestellt. Mhm. Die Hundeaccessoires, also sei es Hundebetten, Hundenäpfe, Hundehalsbänder, Mäntel, alles Mögliche rund um den Hund herstellen. Mhm. Ich achte darauf, dass das Firmen sind, die in Deutschland produzieren. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil diese Geiz-ist-geil-Mentalität holt mich jetzt persönlich nicht mehr irgendwie hinterm Ofen vor. Mhm. Und ich finde, wir haben auch alle ja eine soziale Verantwortung. Und immer dieses billig, 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 das geht nicht. Mhm. Klar kann sich nicht jeder ein Hundebett für 200 oder 300 Euro leisten. Aber Qualität hat seinen Preis. Das ist auch im Hundebusiness einfach. Dafür hört man es dann auch viele, viele Jahre. Genau, richtig. Und dort teste ich regelmäßig Produkte, stelle Firmen vor, aber auch ja, Lifestyle-Produkte fürs Frauchen oder fürs Herrchen. Mhm. Ja, ich habe letztens zum Beispiel eine tolle Klatsch. Für die, die nicht wissen, was das ist eine schmale Frauenhandtasche ohne Henkel. Und die hat Pudel drauf gehabt. Und die sah einfach richtig, richtig toll aus. Mhm. Und die, ja, da habe ich dann drüber geschrieben. Ne? Oder tolle Hundespots, wo kann man mit seinem Hund in Urlaub fahren? Ja, was geht im Urlaub, was geht nicht? Mhm. Und einfach alles rund um den Hund. Aber auch Themen, die mit mir zu tun haben. Ja, wenn ich irgendwo hinfahre oder wenn ich zum Beispiel ja, mich mit Prominenten treffe und die interviewe, dann schreibe ich da auch drüber. Ne? Also es ist so ja ein Lifestyle-Blog für Hund und Besitzer. Franziska, jetzt hast du mich natürlich neugierig gemacht. Du hast von deinem Blog erzählt, fein gemacht. Ja. Und da gibt es eine ganz neue Rubrik und zwar interviewst du Prominente mit Hund. Genau, richtig. Also ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich sage ja immer, geht nicht, gibt's nicht. Mhm. Ne? Und ich finde es sehr interessant, die Geschichten. Also es gibt jetzt ein neues Buch, das heißt Prominent mit Hund. Mhm. Und dort sind 25 Prominente, die ihre Geschichte von ihrem Hund und sich erzählen. Und das finde ich so toll, weil da so tolle Geschichten mit dabei sind. Und bei Prominenten ist ja auch so, die sind ja so unnahbar. Mhm. Und ne, also an die kommt man nicht ran. Und ich versuche eben den Prominenten als Mensch auch zu zeigen, weil er ist ein Mensch, ne? Und er hat die gleichen Empfindungen für seinen Hund, er hat die gleichen Probleme mit seinem Hund. Ja, das ist, ja, und wenn die Promis über ihre Hunde sprechen, dann sind die so wie du und ich. Ja. Und das möchte sind ich sie einfach, ja eigentlich sowieso. Sind sie, natürlich, klar. Und das möchte ich auch zeigen, dass sie eben sehr sympathisch sind. Mhm. Und ich finde es auch toll, ja, wenn, sage ich mal, Personen des öffentlichen Lebens, die ja wirklich viel zu tun haben, die viele Anfragen haben, sich dann auch die Zeit für mich nehmen und meine Fragen beantworten. Ne? Das ist toll. Ja, ich meine, am Ende sind sie ja ihr eigenes Produkt. Und ich denke, viele Interviews laufen genau darauf hinaus, dass der Mensch in den Hintergrund tritt und man tatsächlich nur über diese öffentliche Person, über das Produkt spricht. Genau, richtig. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich da sehr wohlfühlen und vor allem, dass sie sich öffnen. Das ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung, die du schon gesammelt hast. Ja, genau. Also ich war gestern zum Beispiel erst bei Claudia Anders. Mhm. Und Claudia und Thomas Anders haben ja eine ganz süße kleine Hündin namens Summer. Und die beiden sind auch in dem Buch Prominent mit Hund. Mhm. Und ich bin aber nicht über das Buch auf Claudia aufmerksam geworden, sondern, ja, ich google ja ganz viel zum Thema Hundeaccessoires und so. Und da bin ich auf einen ganz tollen Online-Shop gestoßen, Home & Dogs heißt der, und der gehört zufälligerweise der Claudia Anders. Mhm. Und dann dachte ich, ach Mensch, das ist ja eine tolle Geschichte, ne? Kann man gut miteinander verbinden. Und habe sie dann angeschrieben, habe gefragt, ob sie Lust auf ein Interview hat. Und sie hat sich auch ganz schnell gemeldet. Und dann war ich gestern mit meinem Fotografen dort. Und sie hat sich 3 Stunden Zeit genommen für uns, für ein tolles, tolles Interview mit ihr gemacht. Ja, also ganz, ganz tolle, sympathische, offene Person. Der Guido Maria Kretschmer zum Beispiel hat so gesagt, das ist natürlich allerdings schwierig, einen Termin zu finden, weil der natürlich zurzeit ja so mega absolut online überall ist. Mhm. Ne?
muss man mal gucken. Ne? Also es gibt, klar treffe ich gerne die Promis persönlich, das ist nicht immer machbar. Ne? Also zum Beispiel mit Jorge González hier, der ehemalige Catwalk-Trainer von Heidi Klum von Germany's Next Topmodel, mit dem habe ich telefoniert. Aber immerhin, ich finde es toll, wenn sich jemand Zeit nimmt. Absolut. Und die Porträts oder Interviews, die ich führe, die sind einfach, die lesen sich auch sehr sympathisch, ja, weil ich bin kein Negativblogger, ich schreibe immer positiv, ne? Außer bei der Fellpflege, weil da muss man auch mal Tacheles reden, aber ich würde jetzt nichts Negatives über eine Firma oder eine Person irgendwie schreiben, das finde ich, das gehört sich irgendwie nicht. Also es ist auch mal schön, was Schönes und was Positives, was Gutgelauntes zu lesen, weil das verschönt uns ja auch den Tag, das ist ganz einfach so. Genau, richtig. Und apropos Tag verschönen, wir können dich ja auch bald tatsächlich im Fernsehen sehen. Ja, aus Zufall. Also ich bin ja, wie du mich jetzt schon kennengelernt hast, eine sehr offene und direkte und etwas lautere Person und ich habe mir gedacht, Mensch, ins Fernsehen möchte ich gerne. Mhm. Und da habe ich aus Zufall jemanden kennengelernt, der jemanden kennt, ne, wie das so ist. Und ich habe mich quasi bei der Produktionsfirma von Hund, Katze, Maus beworben mit meiner Kollegin. Ne? Also meine Kollegin wusste das gar nicht, habe das so ein bisschen heimlich gemacht hinter ihrem Rücken und habe eine kleine Präsentation mit ein paar netten Fotos vom Hundesalon, habe uns beschrieben, ein paar Fotos von uns hingeschrieben und gesagt, hier, wir würden gerne irgendwas Tolles machen und ein bisschen mal diese Hunde-Friseur-Szene mal ein bisschen crashen von der Seite. Mhm. Ne? Und dann kam relativ schnell ein Feedback, ja, super interessant und ist auch ein schöner Laden und ihr seht auch hübsch aus. ist ja natürlich im Fernsehen. Natürlich. Ja, klar, genau. Ja, jetzt haben dann in der Tat mit Vox, also mit der Produktionsfirma für Hund, Katze, Maus, 2 Folgen schon gedreht. Ich darf leider noch nicht so viel erzählen, worum es geht. Na, du willst ja auch die Spannung aufrechterhalten. Es geht ja auch bald los, ne? Ja, genau. Also die erste Sendung wird am 23. Mai ausgestrahlt und dann quasi die 4 Samstage drauf sind wir dann bei Hund, Katze, Maus mit dem Gordon-Hundesalon in Action zu sehen. Und also das ist, bitte gucken, ne? Ja, es ist sehr empfehlenswert, weil da ganz, ganz tolle Bilder bei rausgekommen sind. Also da bin ich immer gespannt. Und ja, vielleicht, das ist ja erstmal ein Start, vielleicht sehen wir dich ja dann öfter und intensiver. Ja, ich hoffe es. Also in den USA gibt es ja Hundefriseur-Shows ohne Ende. Ne? Also da ist dieses Thema ja richtig groß. Die sind ja verrückt mit ihren Hunden. Mhm. Und vielleicht können wir dieses Thema nicht ganz so verrückt, aber eben auch mehr öffentlich gestalten. Ne? Also ich meine, der Martin Rütter zum Beispiel war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat einfach den Nerv der Leute getroffen, Hundeerziehung. Und Fellpflege ist nichts anderes wie Hundeerziehung. Das ist genauso wichtig. Aber irgendwie ein bisschen bunter. Mir ist das ehrlich gesagt, das ist zwar alles irgendwo Unterhaltungsprogramm, aber das ist alles so ein bisschen fachlich und irgendwie so. Aber diese Unterhaltung, dieses Bunte, das fehlt mir ehrlich gesagt. Ja. Ich habe den Verdacht, ne, dass ihr das machen werdet. Ich hoffe es, ja. Also die Christine und ich, wir sind halt auch schon eigentlich fast Personen des öffentlichen Lebens. Ne? Ja. Wir posten viel auf unseren Facebook-Seiten, entweder auf Gordon oder auf Fein gemacht, dokumentieren immer, was wir alles machen. Also wir haben zum Beispiel auch einen Hundesalon in Indien, ne? Also wo auch jeder sagt, was machen die in Indien im Hundesalon? Mhm. Genau das Gleiche wie in Deutschland, ja. Aber diese Storys begleiten uns ja auch und für unsere Fans auch. Und ich denke und ich hoffe, dass wir einfach ein bisschen das aufdröseln können, diese ganze Szene, und einfach ein bisschen lockerer, dass die Leute nicht mehr so angestrengt sind. Ne? Ja. Und dass sie auch sagen, ich gehe mit meinem Hund zum Hundefriseur und ich finde das nicht komisch. Und es sollte auch kein anderer komisch finden, weil der Hund ist domestiziert. Er lebt nicht mehr im Garten draußen. Ne? Mhm. Und das muss den Leuten klar werden. Und das ist eben nichts anderes, wie wenn wir zum Friseur gehen. Wir pflegen uns auch, wir waschen uns. Ich meine, du kämmst deiner Tochter ja auch die Haare, oder mittlerweile kannst du auch selber die Haare kämmen. Aber nichts anderes ist das mit dem Hund im Prinzip auch. Ne? Und mal gucken, was noch so passiert. Also wir sind offen für alles. TV gerne, wir sind für alles bereit. Also ich denke, da wird noch eine ganze Menge folgen. Und jetzt hilf uns nochmal, wie heißen eure Internetseiten? Also der Hundesalon Gordon, den findet ihr unter gordon-hundeshop.de. Und meinen Blog findet ihr unter feingemacht-hundestyling.de. Und bei Facebook könnt ihr nach Gordon, der gepflegte Hund, suchen. Dann ist es die Gordon-Facebook-Seite oder Feingemacht. Dann kommt ihr quasi auf die
ja, feingemacht Blogseite. So, jetzt sind wir ultramäßig informiert und wir werden das auch nochmal auf unsere Internetseite schreiben. Ja, ich werde natürlich auch einen Blogartikel über euch schreiben, ist ja klar. Ne? Vor allen Dingen, ja, der Leo macht sich ja, das wissen die Zuschauer ja gar nicht, ne, weil sie hören ihn ja nicht. Der Leo ist ja mit dabei hier, das ist ja der neue Studiohund. Ja, Karriere Radio FM. Der liegt auch die ganze Zeit auf meinen Füßen. Ja, ich sage ja, der kontrolliert dich. Du empfindest das vielleicht als Zuneigung, aber eigentlich möchte er dich gerne kontrollieren. Ich gebe zu, ich bin hier in unserem eigenen Studio. Ja, ja. Eigentlich hier. Das ist dem Leo aber egal. Das sind die Möpse übrigens. Ne? Ah ja. Sehr eigen. Franziska, das war super toll. Danke für deinen Besuch und hoffentlich bald wieder. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Danke. Das ist Karriere Radio FM, der Radiosender mit einem innovativen Blick auf den Arbeitsmarkt. Online und mobil zu hören auf karriereradio.fm.